Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie du siehst, sind wir heute mal wieder bei den linearen Funktionen unterwegs. Und ganz konkret geht es heute darum, wie man fehlende Koordinaten von einem Punkt berechnet. Im ersten Beispiel schauen wir uns einmal an, wie man eine gesuchte x-Koordinate berechnet. Das heißt, y ist gegeben. Und im zweiten Beispiel drehen wir natürlich diesen Spieß um. Da ist die y-Koordinate gesucht und die x-Koordinate gegeben. So viel vorweg. Ich würde sagen, wir schauen uns mal direkt das erste Beispiel an. Du siehst jetzt hier diese lineare Funktion, minus 3x minus 9. Und was wir kennen, ist die zweite Koordinate. Und die zweite Koordinate ist ja immer das y. Also bedeutet das nichts anderes, dass wir jetzt für y in diese Funktion genau diese 12 einsetzen dürfen. Das heißt, wir werden jetzt hier dieses y durch diese 12 ersetzen. So, wenn wir das machen, sind wir hier bei 12 ist gleich minus 3x minus 9. Das ist sicherlich der etwas schwierigere Fall von den beiden. Das heißt, wenn die y-Koordinate gesucht ist, denn wir brauchen jetzt das x, also müssen wir jetzt nach x durch Gegenrechnung auflösen. Als erstes würde ich mich an einer Stelle immer hier um diese reine Zahl am Ende kümmern. Minus 9. Die Gegenrechnung zu Minus ist Plus, die Gegenrechnung zu Plus ist Minus und mal und geteilt sind Gegenrechnung. Wir haben jetzt hier eine Minus 9, also verrechne ich jetzt diese Gleichung mit Plus 9. Bei einer Gleichung ist es immer so, wenn du etwas verrechnest, dann immer grundsätzlich auf beiden Seiten. Das heißt, ich tue jetzt zu beiden Seiten 9 hinzu, da ich ja plus 9 rechne. Auf die linke Seite, also von der linken Seite, 12 plus 9 ist natürlich 21. So, und auf der rechten Seite hebt sich minus 9 plus 9 weg. Der minus 9 plus 9 ist 0. Ja, plus 0 schreibt man nicht. Minus 3x plus 0 ist nämlich dasselbe wie einfach nur minus 3x. So, jetzt haben wir schon mal diese reine Zahl am Ende beseitigt. Jetzt muss natürlich auch noch diese minus 3 weg. Denk immer dran, zwischen einer Zahl und einer Variable, das x ist eine Variable, wenn dort dazwischen kein Rechenzeichen steht, ist immer eine Malrechnung. Das heißt, hier wird das x mit minus 3 multipliziert, das heißt mal genommen. Und die Gegenrechnung zur Multiplikation ist die Division. Das wiederum bedeutet, ich muss jetzt diese Gleichung durch minus 3 teilen. Und auch hier gilt wieder beide Seiten. Minus, 21 durch minus 3. Positiv durch negativ ist erstmal negativ. 21 durch 3 ist 7. Da sind wir insgesamt bei minus 7. Ja, und minus 3 mal. Und durch minus 3 hebt sich wieder weg. Genau das, was wir haben wollten, so dass das x jetzt hier übrig bleibt. So, das x ist also gleich minus 7 oder minus 7 gleich x. Das spielt keine Rolle. Wir können jetzt festhalten, der Punkt hat die Koordinaten als x-Koordinate die minus 7. So. Und als y-Koordinate die gegebene 12. Das ist das erste Beispiel. Schauen wir uns jetzt einfach mal das zweite Beispiel an. Ich habe es dir gerade schon verraten, das ist ein Tick leichter. Jetzt haben wir nämlich die x-Koordinate gegeben. Und die x-Koordinate, die setzen wir natürlich nicht für y ein, sondern für x. Also schnappen wir uns jetzt hier diese 2 und setzen die hier ein. Der Rest, was davor steht und was danach folgt, bleibt natürlich wieder beibehalten. Also wir fangen an mit y ist gleich. Jetzt kommt hier dieses Minuszeichen. Jetzt kommt das x. Also die 2 und dahinter nochmal die 3. Und jetzt fällt dir auf, wir müssen jetzt hier gar nicht auflösen, denn wir haben einfach nur auf der rechten Seite eine kleine Rechnung stehen, die wir jetzt natürlich ausrechnen dürfen. Minus 2 plus 3 ist 1 und das ist dann auch schon fertig. Ja, hier hat der Punkt natürlich dann die Koordinaten. X-Koordinate war gegeben mit 2, Y-Koordinate haben wir ausgerechnet, ist 1 und das, ja, so funktioniert dann halt diese Vorgehensweise. Wenn du weitere Fragen hast zu diesem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema, sei es über die linearen Funktionen, vielleicht seid ihr auch schon bei den quadratischen Funktionen oder vielleicht bist du sogar schon in der Oberstufe, Uni oder was auch immer. Wenn du Fragen hast zu irgendwelchen Themen, schreib sie mir super gerne in die Kommentare. Gerne auch deine Videowünsche, denn das soll es von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass dir das Video geholfen hat. Wenn das der Fall ist, unterstützt mich und meine Arbeit doch ein bisschen, indem du einen kurzen Kommentar da lässt. Ist ein bisschen was für einen Algorithmus. Du weißt vielleicht, wie das bei kleinen, ja, YouTube-Kanälen hier ist. Und like dieses Video und wenn du Bock hast, teile es sogar. Vielleicht ist es ja etwas für deine Freundin, für deinen Freund, für deine Mitschüler, Kommilitonen, was auch immer. Das soll es von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit, wie, beim nächsten Mal wieder mit dabei. So, und auf Wiedersehen.